Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Das Gesetz braucht einen Mittler. Es braucht einen Mittler, einen, der das Gesetz gibt. Und Mose ist der Mittler des Gesetzes. Mose hat uns das Gesetz gebracht. Wer hat uns Gnade und Wahrheit gegeben? Christus. So, es gibt, Mose war ein Mittler, der zwischen Gott und Menschen stand. Und was war, wo musste er vermitteln? Mit dem Gesetz. Aber dann auf der Gegenseite haben wir einen anderen Mittler, der zwischen Gott und Menschen steht. Und was ist seine Vermittlung? Gnade. So, das sind, diese Dinge werden gegenübergestellt. Gleich sage ich euch nochmal, gleich kurz noch dazu, wie wir das Ganze zu lesen haben. Also, wichtig, auch das Prinzip eines Mittlers müssen wir begreifen. Es braucht einen Mittler, wird uns dadurch schon deutlich gemacht. Es braucht einen Mittler, der dazwischen steht. Und wie sehr Mose sich als Mittler für das Volk aufopferte, wird dann ja immer wieder deutlich. Und so, oh Gott, bitte nicht vernichten, bitte nicht vernichten. Du liebst sie doch, oder? Du hast sie doch berufen, du hast sie doch erwählt. Du hast sie. Und dann wird uns deutlich, was letztendlich Jesus für uns tut, als stellvertretend vor Gott, als der Hohepriester, der sich für uns vor Gott verwendet. Ja. Von daher ist das aufgebaut. Und dann kommt der nächste Abschnitt, und das ist das Wesen des Gesetzes. Das findet ihr dann ab Kapitel 6. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt. Sehr, sehr wichtiger Abschnitt. Ich habe das immer wieder darauf hingewiesen, alles unter anderem, ich weiß nicht, in meinem Theologiestudium war das so, in anderen Kontexten wird das oft gern gebraucht, und es liegt schon nahe, wie man zum Beispiel, wie man unterrichtet oder was die Aufgabe ist, der Eltern, der Lehrer. Man muss die Gesetze Gottes den Kindern einschärfen. Die müssen eingeschärft werden. So. Und da wird uns vorgestellt, also immer wenn sie aufstehen, egal wo sie hingehen, immer soll das Gesetz bei ihnen sein. Und um das Wesen des Gesetzes wird uns vorgestellt als etwas, schaut mal Kapitel 6, Vers 4. Kommt das Schema Israel, übrigens im ganzen 5. Buch Mose, ich weiß nicht, über 100 Mal, wenn ich mich nicht täusche, also immer wieder, ich höre Israel, höre Israel, höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das Wesen des Gesetzes. Um das Gesetz so in dieser Vollkommenheit als zehn leben zu können in diesem Markt, was braucht es? Man muss Gott lieben von dem ganzen Herzen, von seiner ganzen Seele und seiner ganzen Kraft. Okay? Das ist der Maßstab. Das ist der Anspruch. Also voll einschärfen und den Kindern sagen, du sollst, du musst, du musst, du musst. Und dann wird es schon funktionieren. Und irgendwann mal kriegt man dann gute Kinder, die das tun. Und die tun das nur dann, wenn du da bist. Und wenn du nicht bist, das interessiert sie nicht mehr. Und das ist das ganze Dilemma, das uns vor Augen zeigt. Das Gesetz muss was? Schaut mal, auf die Hand, ich lese vielleicht ab Vers 7. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das Bild ist folgendes. Das Gesetz Gottes muss permanent und überall präsent sein. Egal wo du es bist, du sorgst dafür, dass das Gesetz permanent präsent ist. Und dann heißt es wie? Das in dem Denken und in dem Handeln soll das Gesetz permanent präsent sein, als durchdrungen sein. Alles, was dein Kind tut und du tust, soll vom Gesetz bestimmt sein. Alles, was du denkst, soll vom Gesetz bestimmt sein. Das ist der Maßstab. Das ist das Wesen des Gesetzes. Da kann man nicht sagen, ja, heute ein bisschen probiere ich mal. Versteht ihr, warum ich das sage? Man kann nicht sagen, ja, heute ein bisschen mehr geschafft, morgen nicht. Es ist der vollkommene Maßstab. Und der Anspruch ist, der vollkommene Anspruch, so zu leben. Und jetzt meine Frage, welche Erziehung vermag das zu tun? Versteht ihr, was ich meine? Und man nimmt das raus, das klingt ja richtig gut. Und von der Sache her richtig. Nur, was soll das Gesetz uns eigentlich, was ist der heilsame Einblick eigentlich? Das Gesetz soll uns was überführen von unserer
Unfähigkeit. Das ist der ganze Sinn von der Unfähigkeit. Wir gucken uns das an als Christen und gucken uns den Maßstab an. Und was sagen wir? Ja, dann machten wir das. Statt dass wir sagen, aber es ist doch unmöglich. Und wenn es unmöglich ist, dann ist die ganze Frage, ja, aber was machen wir dann? Ja, wenn das der Maßstab ist, deswegen kommt später Segen und Fluch. Wenn du so nicht lebst, dann ist die Folge Fluch. Wenn du das lebst, dann gibt es Segen. Versteht ihr? Ja, und dann denkst, ja, aber wenn nur das der Weg zum Segen ist. Und das ist dann die ganze Thematik. Und da wird hineingefügt. Und jetzt komme ich zu euch zu einem Punkt, den ich heute gerne abfragen möchte. Wie lesen wir das Gesetz? Wie lesen wir das fünfte Buch Mose in dem Fall? Was, mit welcher Perspektive? Welche Bibelstelle ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang? Wer weiß es? Ich habe das in einem letzten Video, nicht in einem Seminar-Video, euch nochmal gesagt. Wer weiß es? Was ist? Das ist schon mal gut. Ja? Lies es vielleicht vor. Galater 3, 4, 5, vielleicht schlägt es einfach auf. Guck mal, das, ich liebe das, wenn da, zack, auf einmal alle Beschäftigten schlagen Bibel auf. Galater 3, Vers 15. Meinst du 15 oder 24 oder... Also Galater 3 ist ein entscheidender Abschnitt dazu, gebe ich absolut recht. Ich gucke mal 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Also ist das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin geworden. Ich möchte meine Lieblingsstelle und meine entscheidende Stelle ist Römer. Römer 3. Geht mal in Römer 3. Und vielleicht markiert es euch. Das ist für mich die Schlüsselstelle schlechthin zum Verständnis. Wie lese ich das Alte Testament? Ich erinnere euch nur kurz dran. Schaut mal. Jetzt aber, Vers 21, ja? Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Das ist die Schlüsselstelle. Jetzt, in der Zeit, das ist der heilsame Einblick. Jetzt ist ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Also die Gerechtigkeit Gottes bekommen wir nicht durchs Gesetz, sondern ohne das Gesetz. Also ich werde nicht vor Gott gerecht, wenn ich das ganze Gesetz halte. Dadurch werde ich jetzt nicht mehr vor Gott gerecht. Aber was ist denn das Gesetz? Was ist das Ziel des Gesetzes? Wozu brauche ich das? Deswegen machen ja viele Christen den Fehler, die sagen, das Alte System gilt uns nicht mehr und die lesen es auch nicht mehr. Die sagen entweder, es ist den Juden oder es ist das Gesetz oder es ist blutig. Das ist ein Gott der Rache. Sondern was ist das Gesetz? Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, das Alte Testament sagt mir nicht, wie du leben musst, um deine eigene Gerechtigkeit hervorzubringen, sondern das Alte Testament ist ein Zeuge, dass du ohne das Gesetz gerechtfertigt bist. Überlegt man, das ist ja genau das Gegenteil. Es bezeugt nämlich die Gerechtigkeit welche? Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Und das möchte ich euch dann gleich auch in Mose zeigen. Das heißt, ich lese das Gesetz so. Ich lese es und verstehe, das ist der Maßstab. Ich sage nicht, das Gesetz gilt nicht, das ist falsch, schlecht, wie auch immer. Nein, das ist der vollkommene Maßstab Gottes. Ich begreife, aber ich bin ein sündiger Mensch und bin nicht in der Lage, diesen Maßstab Gottes zu erhalten. Also frage ich, ja, wie werde ich dann vor Gott gerecht? Und dann offenbart mir das sogar das fünfte Buch Mose, auf welchem Weg ich gerechtfertigt werden kann. Auf welchem Weg? Wie, obwohl ich schwach, sündhaft und unfähig bin, wie kommt Gott dann aber mit mir zum Ziel? Wie schafft er aber in mir eine Gerechtigkeit? Und das ist es dann in diesem Wissen. Jetzt lese ich das und dann sage ich, okay, was bezeugt jetzt das Gesetz?
Und da hat Gott schon verheißen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Verheißung, und dann kommt zur Erfüllung. Das sind die Verheißungen, die Gott zugesprochen hat. Ich werde euch vorlesen, ein Propheten wie mich wird euer Gott euch schicken. Ah, da wird einer kommen. Auf ihn sollt ihr hören, alles, was er euch sagt. Wer auf ihn nicht hört, der stirbt. Nicht wer auf mich nicht hört. So, da geht es in diese Richtung. Da müssen wir schauen, wie wir das Alte Testament da lesen. Das andere ist, und das ist genauso wichtig, dass wir verstehen, das Gesetz als Schatten und ein Bild. Das ist das Zeugnis des Hebräerbriefschreibers, eindeutig. Das heißt, in der Art und Weise, wie Gott das Gesetz eingeführt hat, in der Art und Weise, wie er mit dem Gesetz, durch das Gesetz mit seinem Volk handelte, hat er dadurch uns in gewisser Weise ein Schatten, ein Vorbild gegeben, wie er mit uns mit dem zweiten Bund verfolgt. Was ich damit meine, erkläre ich jetzt. Geht mit mir zurück in 5. Buch Mose. Und jetzt Kapitel 7. Nachdem wir also hier sozusagen die Grundlage, also die so hineingenommen wurden in das Gesetz, die erste große Zusammenfassung bekommen haben, den Hinweis auf den Mittler bekommen haben und uns gesagt worden ist, was es das Gesetz ausmacht, das muss komplett und durch uns durchdrungen sein. Schaut mal, was für drei wichtige Dinge jetzt kommen. Das erste ist folgendes. Das erste, was man begreifen muss, worauf kommt es an? Was ist wichtig? Gott sagen, es kommt darauf an, dass Gott erwählt. Kapitel 7. Ich lese euch ab Vers 6, okay? Denn du bist dem Herrn, dein Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf der Erde sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid, den er euren Vätern geschworen hat, hat er der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf tausende Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. So, das Erste, was wir dann sofort hören, ist, worauf kommt es an? Auf uns? Auf Gott kommt es an, und zwar auf einen wichtigen Aspekt. Es kommt darauf an, dass er sein Volk erwählt, dass er aus den Nationen oder aus einem, dass er sagt, ich habe dich erwählt. Du bist mein. Ich mache das. Und das ist die erste Perspektive. Ich habe dich erwählt. Warum bist du? Weil du gut bist? Nein, du bist das Geringste unter allen. Andreas hat vorhin das auch schon gebetet. Wen erwählt Gott? Was sagt die Schrift? Was glaubt ihr, woher hat Paulus das? 1. Korinther. Das Schwache der Welt, das Nutzlose der Welt, das Verachtete der Welt hat er aus der Welt, damit er das, was ist, zunichte mache. Woher hat denn Paulus das? Ja, da, aus der Schrift. Das ist die Grundlage. So, das ist, überleg mal, das ist nicht nur die Grundlage für den neuen Bund, das ist sogar die Grundlage für den alten Bund. Das ist immer die Grundlage für Gottes Handeln. Er ist der Aktive, er ist der Handelnde, er erwählt. Und auf welche Grundlage? Auf welche Grundlage erwählt er? Schaut mal, was steht da? Aus Liebe. Das ist, wenn die Leute das annehmen und glauben würden, dann würden die Diskussion aufhören. Ja, Willkür, was ist da und da? Die Motivation ist nicht eines willkürlichen Gott, der einfach sagt, dich nehme ich nicht. Es ist in der Liebe begründet. Es steht deutlich, aus Liebe. Guckt euch das Volk an, es ist liebenswürdig. Aber gerade hat er gesagt, du bist ein heiliges Volk. Weil er es rechtfertigt hat, gell? Deswegen 3. Buch Mose, weil es geheiligt hat. Weil ich habe dich in einen Stand versetzt, dass ich dich lieben kann. Ich habe ein Opfer darbringen lassen, dass ich dich lieben kann. Deswegen die ganzen Schlachtopfer und Brandopfer, die da stattfinden. Ich tue alles dafür, dass ich dich lieben kann. Nicht du tust alles dafür. Ich tue alles dafür, dass ich dich nicht abstoße, dass ich dich nicht verwerfe. Das mache ich. Warum? Ich liebe dich. Unglaublich, oder? Jetzt. Die Motivation, das heißt, dass Gott heraus ist die Liebe.
Wer kann Liebe erklären? Ja, aber warum liebt er den und den nicht? Richtig? Sofort da. Neulich, nach einem Predigtdienst, kam einer zu mir. Genau das Gleiche. Ja, aber ringt mit dieser Wahrheit. Wieso, wen erwählt Gott? Warum den und den? Ich sage, aus Liebe. Okay, stimmt. Ja, stimmt. Und ich sage, hast du eine Freundin oder eine Frau? Ja. Liebst du sie? Ja. Warum? Man kann sagen, die ist schön und was. Aber warum hast du dich in sie verliebt? Warum nicht in eine andere? Wenn wir an das Wesen Gottes, und Gott ist die Liebe, wenn wir da hingehen, erforsch mal das. Du kannst nicht mal deine eigene Liebe erforschen. Du kannst nachhinein sagen, ja, ich finde sie auch hübsch oder kocht gut oder tut mir einfach gut, meine beste Freundin, was auch immer. Aber du letztendlich, manche Leute verlieben sich und sagen, keine Ahnung warum. Man liebt. Ich weiß warum, weil es heißt, in die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Es ist etwas, was, das ist so tief verwurzelt. Liebe kannst du nicht ergründen. Mysterium. Deswegen macht es für die so schwierig. Und wir wollen es alle mal aufschlüsseln und begründen. Und wenn wir es verstehen, ah ja, dann. Nein, Liebe lebt man. Liebe fühlt man. Da ist nicht viel mit Verstand. Wenn der Verstand ab und zu mitkommt, schön. Wenn man nachhinein die Liebe mal analysiert und sagt, ach so, ja stimmt, oh, voll schön. Aber in erster Linie, man lebt sie. Und von daher, ich werde euch nicht erklären können, ich habe dem Bruder auch gesagt, weißt du was, die Frage kannst du nur Gott stellen. Und wenn er wiederkommt, gerne, kannst du gerne ihn fragen. Ich kann dir nicht beantworten, warum er mich oder dich liebt. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich würde mich nicht lieben, wenn ich wüsste. Also, ich weiß nicht, ob ich mich in mich verlieben würde. Auf der anderen Seite bin ich so selbstverliebt. Aber wenn ich mich objektiv mal sehen kann, ab und zu gibt es so Momente. Kennt ihr diese Momente, wo ihr auf einmal so einen Moment habt, wo ihr euch von der Seite sehen könnt? Kann ich für einen Moment. dann vergessen und dann lieben wir uns wieder. Aber in dem Moment, wo und dann denke ich, wenn die Menschen mich immer so sehen, das erschreckt mich. Also wenn sie mich immer so sehen, wie ich gerade mich sehe, das schon. Es ist unbeschreiblich, es ist unerklärbar. Und ich sage euch, es ist nur annehmbar. Wir nehmen an und ich sage so, wenn man an diesem Punkt der Erwählung kommt, an dem Punkt kommt, wo man auf die Knie fällt und sagt, ich danke dir, dass du mich liebst. Oh, wie gut ist, dass du mich liebst. Dann hat man diese Lehre verstanden. Aber nicht in der rationalen Weise, sondern man hat sie angenommen. Man hat sie angenommen, man ist dankbar dafür, dass er mich liebt. Und wisst ihr was? Und ab diesem Moment ist der Unterschied, ob Gesetz oder Gnade. Ich sage euch ehrlich, ich weiß noch, nachdem ich dieses Büchlein gelesen habe, meine Mutter das Zeugnis gegeben hat, bin ich in die Dusche gegangen. Vermutlich habe ich wochenlang vorher nicht geduscht. Ich habe mich da geduscht, wahrscheinlich alles abgewaschen. Ich weiß noch, dass ich unter der Dusche stand und gejubelt habe. Dann bin ich ins Auto und bin dann zu uns in die Gemeinde gefahren. Und die ganze Fahrt voller Liebe in meinem Herzen. Und dann höre ich mich laut sagen im Auto, Jesus, ich liebe dich. Und dann gucke ich mich, denke, und ich meine es ernst. Ich hatte das so aus tiefstem Herzen, nicht weil man sagen muss oder weil es dazu gehört. Das war... die Liebe war in meinem Herzen. Und das ist nicht, das, wie soll ich sagen, das, ich habe es gefühlt. Und ab diesem Moment tue ich, was ich tue, weil ich Jesus liebe. Und nicht, weil ich muss. Weil ich Dinge, du sollst deinen Gott lieben von deinem ganzen Herzen, von deinem ganzen Verstand, von deiner ganzen Kraft. Aber wie kann ich denn lieben? Verstand, gell? Also wie, und wenn die Leute dann sagen, okay, hier, Das ist etwas Tiefes. Von daher, ich bin sicher, niemand kann Gott lieben, wenn die Liebe Gottes nicht zuerst in sein Herz ausgegossen ist. Man kann Gott da nicht lieben. Wenn der Geist Gottes ihm diese Liebe nicht in das Herz ausgießt, das alles andere ist dann Religion. Das ist Religion. Ich muss tun, weil sonst Strafe, sonst Fluch. Und wenn ich nicht, dann hier. Das ist Religion.
Man glaubt an Gott, man glaubt, dass es einen Gott gibt, man glaubt auch, dass er Gutes und Schlechtes tut, dass er segnet und verflucht. Das ist überhaupt kein Problem. Da ist der Glaube da. Aber man glaubt nicht, dass er einen liebt. Und glaubt mir, das ist das Entscheidende. Aber versteht ihr, von der Liebe Gottes reden viele und wir singen ja, aber von der Erwählung nicht. Aber wisst ihr, dass diese Dinge zusammengehören? Weil Gott sagt, erwählt habe ich dich aus Liebe. Liebe hat was mit einer Wahl zu tun. Ich sage immer gerne dieses Beispiel, ich habe eine Frau erwählt. Ich habe ihren Namen gegeben. Als ich mich in sie verliebt habe, habe ich eine Wahl getroffen, das heißt für sie. In dem Moment, wisst ihr, was ich damit gesagt habe mit dieser Wahl? Keine andere. Keine kam zu mir und sagt, Willi, du bist ungerecht. An der Hochzeit kamen nicht die Frauen reihenweise zu mir und sagten, oh, Willi, du bist aber voll ungerecht. Voll fies von dir. Ich verstehe, warum sie das nicht getan haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Versteht ihr? Liebe wählt. Das macht Liebe. Liebe wählt. Das ist Wesen der Liebe. Sie wählt. Und in dem Fall entscheidet sich für etwas und gegen etwas. Entweder ich liebe Gott und ich entscheide mich für ihn, damit entscheide ich mich aber gegen Sünde, gegen die Finsternis, gegen den Teufel. Wenn ich Gott liebe, ich wähle ihn. Und dann, das ist immer eine Entscheidung. Das ist immer eine Wahl. So, wen erwählst du?